So, willkommen im Wolfsystem. Es sieht aus, als wenn es hier Minen gibt. Hallo, Yabu. Danke fürs Folgen, Tinker. Also eine Raumschiffvielfalt wie bei EVE Online. Also EVE Online gibt es, glaube ich, schon gefühlt so lange, wie ich lebe. Oh, Leere. Wen hast du zu mir geführt? Mehr Schrott für die Felder? Genieße den letzten Augenblick, Staubkorn. Alle Systeme. Feuer bereit. Ich habe gar nicht drauf. Was? Hat er mir jetzt so viel Schaden? Was mich gewundert hat, ich konnte mit dem EM-Ding den gar nicht beschädigen. Also beziehungsweise normalerweise müsste es dann so eine Leiste geben, dass der EM-Schaden bekommt. Dann spielen wir auf Zerstörung. Den letzten Augenblick, Staubkorn. Alle Systeme. Feuer bereit. Du bist völlig unbedeutend. Ihr Schildsystem ist beschädigt. Ihre
Schilde ausgeschaltet. Schilde des Ziels ausgefallen. Ihr Grafantrieb. Ihr Grafantrieb ist gedrückt. Schilde sind ausgeschaltet. Feind kann nicht springen. Sie können ihre Schilde. Ihr Grafantrieb ist. Ihr Sprungantrieb ist getroffen. Feindlicher Feind kann nicht springen. Ach ja. Also von den Zuschauerzahlen scheint es das ja doch zu gefallen, das Spiel. Irgendwie. Ups. Angetitscht. Kann man anderen Fraktionen noch beitreten, wenn man sich für einen entschieden hat? Das haben wir noch nicht gemacht hier. Obwohl, ich glaube, also ich würde sagen, dass immerhin die UC und die Freelance-Schieß-mich-tot-Geschichte sich aus, also die Freelance-Nation sich ausschließen würden, weil die ja, die sind zwar nicht im Krieg, aber die mögen sich ja nicht so sehr. Aber vielleicht sieht man dazu später einfach mehr. Und es gibt noch die Crimson Fleet. Die Rebellen so gesehen. Also Rebellen nicht, sondern die Piraten halt. Achtung, du triffst in den Raum der United Colonies ein. Bitte Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Scan abgeschlossen. Du kannst landen. Wir sind alle nur Level 8 Schiffe, hallo? Euch zerschieße ich in 2 Sekunden. Moin, du bist tatsächlich der einzige Streamer, bei dem ich Starfield schaue und ich habe gerade auch keine Lust, es selbst zu spielen. Ja, aber... Ja, darum geht's ja nicht. Bei all dem Lichterglanz vergisst man fast die Menschen, die auf dem Unterdeck leben. Du wirst beim Betreten der Stadt gescannt. Natürlich sehen die United Colonies ganz genau zu. Gott bewahre, dass ihnen etwas entgehen könnte. Die habe ich übrigens schon wieder bei der falschen Ecke rausgeschmissen. Oder? Weil der bringt mich doch jetzt nur zur Naftbahn. Ich habe schon gesehen, dass Leute auf hohem Niveau sich ärgern, dass es zum Beispiel keine Fahrzeuge gibt, mit denen man unterwegs sein kann. Was ja auch auf manchen Planeten läufst du einfach also du läufst einen Kilometer durch die, also durch die Steppe. Denkst dir auch, boah, what the fuck, ey. Jetzt sowas Hallo. Wie so ein, Mondfahrzeug, was man sich zusammenbastelt. Man kann Schiffe umbenennen, ist aber typisch versteckt. Das ist wahrscheinlich irgendein Hotkey, während du das Schiff anguckst.
Sollte ich mir vielleicht diese Beweise, die ich gefunden habe, auch selbst angucken? Ach, die ID-Karte. Nur autorisiertes Personal. Deine Begleitung muss hier bleiben. Ich hätte natürlich lieber das Schiff betreten, aber... die EM-Waffe hat halt nicht so gut funktioniert. Willkommen zurück, Captain. Gibt es Neuigkeiten über Dr. Orlais? Ich habe mein Teil... Eilmeldung, er ist tot. Er ist also nicht freiwillig mitgekommen, wie erwartet. Und hast du auch einen Beweis dafür? Ich habe das hier, seine ID-Karte. Ausgezeichnet. Leg ihn bitte im Transfersystem ab. Ah, da ist die Futterluke, also die Futterluke. Transfer akzeptiert. Na sowas. Er hat es all die Jahre behalten. Manche konnten diese alte Welt einfach nicht loslassen. Sehr gute Arbeit, Captain. Ich kann dafür sorgen, dass die übrigen Teammitglieder zum Hauptquartier der Red Devils finden. Außer einem. Den wirst du leider selbst abholen müssen. Sein Name ist Kaiser. Du findest ihn auf der Freestar-Welt Nira, irgendwo auf dem Schlachtfeld. Das Gebiet war während des Kriegs Ground Zero für den Einsatz von Xeno-Waffen. Also bereite dich dementsprechend vor. Du meldest dich besser beim Major und Dr. Walker, bevor du dich auf den Weg machst. Kaisa wird Sicherheitsprotokolle haben, die du nur mit ihrer Hilfe überwinden kannst. Sicherheitsprotokoll, im Moment ist dieser Kaiser ein Roboter? Ein militärisches Model A, ja. Er wurde im Koloniekrieg speziell auf die Bedürfnisse der Xeno-Einheit zugeschnitten. Eine mächtige Ressource, wenn alles klappt. Warum hilfst du uns bei dieser Sache? Ich habe mein Leben den United Colonies gewidmet, sie mit jeder Faser meines Seins beschützt. Ich gab ihnen sogar meine Erben. Meine Situation hat sich verändert, meine Ziele jedoch nicht. Schon gut. Wir beschützen die Galaxie, Captain. Wir sollten alle verfügbaren Werkzeuge nutzen. Falsche Tür. Kann ich eigentlich im normalen... Ah nee. Ich muss bestimmt in die Unterstadt gehen, um die Dietriche zu kaufen. Muss es eigentlich alles in der Unterstadt sein. Oder Geschäftsdistrikt. Vielleicht, Moment, ich könnte auch mal ein Kleidungsgeschäft suchen. Wir haben bestimmt 24/7 offen. Immerhin ist das die Zukunft. Ach, das macht Roseanne inzwischen. Du fehlst uns. Das Projekt muss fertig werden. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Nimm dir doch einen Tag frei, damit du regenerieren kannst. Das würde gehen. Aus einem friedlichen Tag in New Atlantis wurde durch das plötzliche Erscheinen... Keine Angst, du schaffst das. Willkommen. Wir bekommen nur selten Besuch. Deswegen dauert der Tag immer ewig. Besucher sind leider nur... Ich persönlich darf leider keine Termine vergeben. Selbst mit deinen Noten. Hm.
Infinity. So ein Junior-Assistent ist schon was. Unbequeme Fragen bevor. Wie ist das passiert? Wie du siehst, gibt es viel Kundschaft. Die Umsätze steigen weiter. Ach, da ist ja wieder dieser Bobby. Ich bleibe für immer hier. Ja. Hallo? Und als die zweite eröffnete, wir haben endlich unseren Sohn zurück. Alles andere ist egal. Das FC ist nicht unser Freund. Willkommen im Whetstone. Tja, mit Wetzsteinen werden Messer geschliffen und geschärft. Messer, die köstlichsten... Und hier im Wetz... Gerne doch. Dunkler Rotwein, dann habe ich plus 12% Überregung, Überzeugungschance. Daran siehst du einfach, dass das ganze Team muss Single sein, ey. Als wenn du in der Bar bessere Überzeugungschancen hast, wenn du besoffen bist. Ich hab dich gesehen. Oh, schönes Mädel. Schön, dich zu sehen. Ach, Argus Extraction. Mein alter Arbeitgeber. Du kommst mir bekannt vor. Woher kenne ich dich? Ich habe mal für euch gearbeitet. Ich habe mit Lynn am Vectera-Job gearbeitet. Ah ja, Lynn hat einen neuen Miner erwähnt, bevor sie den anderen Job angenommen hat. Wahrscheinlich habe ich ein Foto von dir in der Datenbank gesehen. Das heißt dann wohl, dass der Job erledigt ist. Also, was kann ich für dich tun? Du sollst wissen, dass uns die Crimson's Fleet auf Vectera angegriffen hat. Oh, wow. Das ist ja schrecklich. Diese Piraten werden immer dreister. Geht es allen gut? Es geht allen gut, außer den Piraten. Sie haben gekriegt, was sie verdienen. Kannst mich für diese Tortur auch entschädigen? Wir bieten Freelancern normalerweise nicht dieselben Vorzüge wie Angestellten. Aber unsere Freelancer werden normalerweise auch nicht von Piraten angegriffen. Hier, ich bezahle jede medizinische Behandlung oder sonstige Kosten, die dir dadurch entstanden sind. Wenn du keine externen rechtlichen Schritte einleitest. Nun ja, wir erwarten nicht, dass unsere Angestellten richtig mit Piraten kämpfen. Kohle abgeholt. Primär aus rechtlichen Gründen. Aber deine Kollegen waren sicher froh, dass du sie beschützt hast. Vielen Dank. Wenn ich einen Auftrag gebucht habe, kaspert Lynn mit den Kunden die Details aus. Sie handelt die Vertragsbedingungen aus und ist bei wichtigen Aufträgen als Aufseherin vor Ort. Die Frau beeindruckt mich immer wieder. Das weißt du doch eigentlich. Du hast für uns gearbeitet. Wir übernehmen die Jobs, die sonst keiner macht, weil sie weit weg sind, besonders schwer oder gefährlich. Und wir erledigen den Auftrag immer pünktlich und billiger als die Konkurrenz. Wir haben gerade ein paar neue Aufträge angenommen. Ziemlich riskant, ehrlich gesagt. Aber das ist eben unser Alleinstellungsmerkmal. Asteroiden-Mining und andere schwere Jobs. Die nächsten paar Jahre werden interessant für Argos. Ich bin für die Auftragsbuchung, das Makromanagement des Zeitplans und die Neukundenbetreuung zuständig. Wir sind eine kleine Firma, deswegen müssen wir viele verschiedene Aufgaben übernehmen. Okay. Dann mach's gut. Aber schön, dass wir meinen alten Arbeitgeber mal getroffen haben. Keine Ahnung, ob ich dir helfen kann. Ich habe keinen Kundenverkehr. Ich würde mich gern auf meine Arbeit konzentrieren. Du guckst auf den leeren Schreibtisch, aber okay. Warum nicht? Jeder wird so eingeteilt auf Basis seiner Fähigkeiten, denke ich.
Guten Abend, Castala. Habt ihr eigentlich mitbekommen, dass irgendein internationaler Streamer sich darüber aufgeregt hat, dass es unterschiedliche Pronomen gibt in dem Spiel? Wo ich einfach denke, beim Spielen kriegst du eh nicht mit, was für ein Pronomen der vor dir hat. Keiner kommt hier an und sagt, ey, du musst mich mit dem richtigen Pronomen ansprechen, sonst rede ich nicht mit dir. Deshalb, man kann sich echt über Müll aufregen. Ist leider so. So, zu Hadrian. Die ist ja bei den Red Devils. Und macht ja die Forschung weiter. Um zu herauszufinden, warum die Xenomorph uns angegriffen haben. Wenigstens muss ich so nur meinen eigenen Geruch ertragen. Nicht, dass ich stinken würde, aber... Ach, egal. Ich habe auch auf der Gamescom jemanden kennengelernt mit den Pronomen he und she. Also, er oder sie ist beides okay gewesen. Das macht super einfach, oder? Also jeglichen Kauderwelsch, den du raushaust, ist richtig. Audi. Ja, dafür warst du auf dem MIT, um hier den Boden zu putzen. Captain, gute Arbeit. Willkommen zurück. Du warst so lange weg, dass ich schon dachte, du wärst versetzt worden. Wie fühlt es sich an, ein Bürger zu sein? Fühlt sich genauso an wie vorher. Wie du meinst. Ich erinnere mich noch an die Zeremonie. Stand mit 19 Jahren auf dem Vordeck vom Mast, sah die ganze Stadt. Einer der stolzesten Tage meines Lebens. Aber es ist toll, dich wieder hier zu haben. Wir haben die Terromorph-Daten analysiert und... Nun, wir werden jede Hilfe brauchen, die wir kriegen können. Diese Protokolle sind noch gründlicher, als ich sie in Erinnerung hatte. Genetik, Populationsdaten... Selbst die verdammte Nahrungskette. Ich hatte zum Beispiel völlig vergessen, dass es mal eine Kreatur gab, die Terromorphs fraß. Im Moment haben wir durch diese Daten jedenfalls mehr Forschungsoptionen als verfügbare Leute. Na, dann kann sich ja freuen, dass ein Forschungsteam auf dem Weg hierher ist. Das wäre ja mal der Hammer, was? Moment, ist das etwa dein Ernst? Im Ernst? Unser Forschungsteam? Das ist unglaublich. Das beschleunigt alles. Wenn sie zurück sind, werden wir... Was? Kaisa? Du hast Kaisa gefunden? Was? Ja, ist wirklich Kaisa? Was besonders an diesem Kaisa? Kaisa ist einzigartig und genau auf unseren Arbeitsinhalt zugeschnitten. Unfreundliche Bestien in feindseliger Umgebung. Es gibt keinen zweiten Roboter wie ihn. Und du konntest ihn wirklich ausfindig machen? Ich kann das alles nicht mehr. Er ist als nächstes dran. Aber ich brauche wohl deine Hilfe wegen seiner Sicherheitsprotokolle. Das stimmt. Die brauchst du. Wer auch immer dir diese Spuren gab, ist bestens informiert. Wie ist es dir denn gelungen, sie zu finden? Ich mache einfach einen guten Job. Nein. Ich soll ja noch nichts sagen mit dem Vater. Wahre Wunder. Kaisa wiederzuhaben, eröffnet uns viele neue Möglichkeiten, in Zukunft mit den Terromorphs fertig zu werden. Aber wenn er die ganze Zeit allein da draußen war, wirst du etwas Bestimmtes brauchen. Komm schon. Wir haben viele Fortschritte dabei gemacht, hier alles in Gang zu bringen. Einige der Sicherheitskammern waren von der, ungemütlicheren Sorte, aber das Personal hat das schnell geändert.
Ich bestehe dich noch kurz. Und warum ist kein Bestehen? Weil es steht nicht dran, dass das Diebstahl wäre. Wir sehen uns dann 2430 wieder, schätze ich. Hm. Dieser verdammte Planet. Wenn man lange genug weg war, blendet die Erinnerung das Unschöne aus. Zum Beispiel, was für eine Staubhölle der Mars ist. Also, was brauchst du? Wollte mich nur vorstellen. Captain Pascal Wengard, ich arbeite mit Hadrian. Ah, du bist das. Man sagte mir, wir würden vielleicht zusammenarbeiten. Ich mag die Vanguard nicht. Aber ihr zwei scheint die New Atlantis ja mitten im Getümmel gewesen zu sein. Die Kinder meiner Schwester leben in der Stadt, also... Vielen Dank. Hm, ich hoffe, deinen Angehörigen geht's gut. Ja, sie sind Teil davon gekommen. Forschungsdivision und Künstler. Sind im Prinzip so gut wie nutzlos, aber immerhin hatten sie nichts mit den Kämpfen zu tun. Trotzdem, würde nicht wollen, dass ihnen was passiert. Also, was wolltest du noch gleich? Ich habe das Gefühl, dass du nicht zum ersten Mal hier arbeitest. Ja, das stimmt. Vor diesem Job habe ich jahrelang für die Devils die Logistik geregelt. Militärlogistik ist selten besonders spannend, aber so aufreibend dieser Job auch manchmal war, mir ist definitiv nie langweilig geworden. Lebensräume für albtraumhafte Kreaturen aus der Wildnis von Lantana 8b und ihre Lieblingsbeute koordinieren? Klar, warum nicht? Die gesamte UC nach einem Rancher durchsuchen, der wöchentlich 2000 Kilo bester Biomasse zum Mars liefern kann? Ein ganz normaler Dienstag. Als ich hörte, dass wir wieder im Geschäft sind, habe ich sofort meine Versetzung beantragt. Keine Sorge, ich regle den Papierkram. Okay. Das sieht aus wie eine schwere Waffe. Verkrüppeln fügt im Ziel beim nächsten Angriff nach Körperteiltreffer plus 30% Schaden zu. Verkrüppelt wird hier gar nichts. Hallo, Leute explodieren nicht mal. Chance, dass Menschen bei Tod zusätzliche Medipacks hinterlassen. Aber 84.000 Credits kommen mir ein bisschen teuer vor. Oh nein, Medipacks haben gar keine Masse. Warum habe ich die verkauft? Schiffsteile verkaufen war jetzt nicht so gut. Muss ich gleich zurückkaufen.
Gut, danke für dein Geld. Hier, Kaisers Baupläne. Aktuatoren, Waffen, Batterien. Dieser alte Roboter war lange verschollen, also braucht er wahrscheinlich Reparaturen. Außerdem ist seine Sprachsteuerung gesperrt. Mit dem folgenden Satz erhältst du die Autorisierung. Nos Belli Machinis. Also, wo genau ist die alte Maschine? Ground Zero für den Einsatz von Xenowaffen, so wurde es mir beschrieben. Oh mein Gott, meinst du etwa Nira? Kein Wunder, dass sie niemand gefunden hat. Xenowaffen sind dort nur die Spitze des Eisbergs. Die Umwelt ist zerstört, es gibt kaum Gesetze. Nira bietet reichlich Möglichkeiten für ein vorzeitiges Ableben. Aber es gibt da einen Ort, an dem du deine Suche beginnen kannst. Yep. Fürst von Schrotternich. Lizenziert an Angelo Alonso. Nennt sich Jell. Das wäre doch ein guter Anfang. Ich muss dir sagen, dein Vater lebt. Was macht Kaisa im Kampf gegen die... Man hätte mal das I vielleicht groß machen sollen, mit einem Strich. Gegen die Terramorph so wertvoll. Kaisa verleiht unserer Arbeit bei Außeneinsätzen ein Maß an Präzision, das ohne ihn undenkbar wäre. Wir prüfen mehrere Optionen. Detektoren, um die Terramorph-Transmissionsmethode aufzudecken, oder die Entwicklung eines gezielten biologischen Kampfstoffs. Sie zu testen, erfordert extrem spezifische Materialien. Wenn wir Marines als Begleitschutz für derartige Missionen hatten, endete das normalerweise mit ruinierten Proben und verletzten Kollegen. Und ich sorge dafür, dass wir ihn sinnvoll einsetzen können, sobald du ihn hast. Das ist nicht toll. Wir gehen jetzt zu dem Planeten, wo die Xenomorph die erste Kolonie damals ausgelöscht haben. Atmosphäre schwach. Gefährliche Umgebung. Aha. Wenn du denn mit dem Schiff boostest, kann dein Gegner dich nicht mehr anvisieren. Alter. Grüße, Captain. Ich begleite Sie. Ja, König, brauchst du etwas? Ich habe schon eigens eine... 4 Punkte in Schleichen. In Zukunft. Sie ist also eigentlich die beste Persönlichkeit, die du mitnehmen kannst, wenn du selbst auch schleichst. Weil die geht ja auch in die Hocke, wenn du in die Hocke gehst. Wo soll das der Roboter sein? Das ist ein richtiger Kampfmech.
tust du das nur? Wir haben etwas zu besprechen. Was willst du denn nun schon wieder? Hast du den Verstand? Wage es nicht, mir zu sagen, du hast einen unschuldigen Menschen. Oh, geh einfach. Oh, du willst mich doch veräppeln. Hallo, wir sind auf irgendeinem Planeten, Ground Zero, und ich gehe hier hin. Wo soll ich denn wissen, dass das kein Feind ist? Irgendwie habt ihr ein Problem mit den Parasiten. Guten Abend, Pascal Star. Ein neues Modell. Willkommen im Fürst von Schrotternich, Zuflucht und Erholungsheim für die toughesten aller Schrotter. Ich bin Jell, der Betreiber. Ist mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Ich bin Pascal. Ui, so formell. Das Vergnügen ist ganz meinerseits, mein Guter. Angelo Alonso, zu Diensten. Nenn mich ruhig Jell. Soll ich dann mal einen Deckel für dich aufmachen? Oder willst du dein Glück auf den Feldern versuchen? Ich nehme deine Credits immer gern, egal wofür. Ich will reich werden. Mit Mech-Schrott kann man richtig Geld verdienen. Wenn man weiß, wo man suchen muss. Und ich verkaufe zufällig einen erstklassigen Führer. Aber ich muss dich warnen. Du hast sicher schon gemerkt, dass Nira gefährlicher ist als eine Luftschleuse aus Zellophan. Und nicht nur die Umgebung ist tödlich. Die UC haben im Koloniekrieg Xenowaffen hergebracht, von denen so einige Wurzeln geschlagen haben. Vor allem vor den Sirens musst du dich in Acht nehmen. Und dann gibt's noch die unbefugten Schrotter. Ekliptik sind am schlimmsten. Die legen dich schon um, wenn du sie falsch anguckst. Zum Glück verkaufen wir Problemlöser in unterschiedlichsten Farben und Kalibern. Schritt 1 jeder Schrotter-Expedition auf Nira ist ein Besuch bei mir. Ekliptik sind die fiesesten, miesesten Glücksritter in der ganzen Galaxie. Gegen die wirkt die Crimson Fleet richtig höflich. Wenn du diesen Freaks begegnest, hast du nur zwei Optionen. Schnell abhauen oder sie alle umlegen. Die beste Auswahl. Was verkaufst du überhaupt? Ah, zum Beispiel Dietriche. Kaisa? Hier gibt's keinen Bot, der so heißt. Oh, meinst du vielleicht Captain Ahab? Zumindest nennen wir ihn hier alle so. Keine Ahnung, wie er wirklich heißt. Er hat nämlich so eine Art Sicherheitsprotokoll, das Fragen oder freundliches Geplauder unterbindet. Aber er ist ein Kampfbot, stimmt's? Ja, die Maschine ist schon länger da draußen. Jagt immer diese eine Siren.
Sein weißer Wal. Ist aber schon eine Weile her, dass jemand Captain Ahab gesehen hat. Vielleicht hat er das Ding ja erwischt. Oder es ihn. Nochmal zum Mitschreiben, nicht Ahab Kaiser. Das könnte der Roboter sein, den ich suche. Arbeitete für die Xeno-Einheit United Colonies. Daher kenne ich dieses Abzeichen. Red Devils. Oh ja. Ahab ist definitiv dein Bot. Klingt so, als hättest du zwei Optionen. Kannst ruhig da draußen rumspazieren und deinen Bot jagen. Deinen eigenen weißen Wal sozusagen. Vielleicht findest du ihn oder du gehst dabei drauf. Wir kennen uns hier aus, das gehört zum Job. Wenn du ihn also deutlich schneller finden willst, verkaufe ich dir die Infos, die ich über Kaisers Standort habe. Der Standardpreis hat's in sich, aber für einen guten Grund. Ich überrede dich erstmal, dass ich weniger zahlen muss. Ich höre. Du scheinst mich nicht zu verstehen. Ich brauche diese Infos jetzt. Guck mal, ich kann automatisch überzeugen machen. Ich glaube, du willst mich übers Ohr hauen. Ich kann mir das nicht leisten, wie schade. Weißt du was? Ich mag dich. Wir finden bestimmt eine Lösung. Okay, okay, okay. Ich verstehe schon. Du bekommst einen Rabatt. Schön mit dir Geschäfte zu machen. Das letzte Mal hat man ihn draußen bei der Syracuse gehört. Ein Schiffswrack, etwa einen Viertelklick die Hauptstraße runter. Einer meiner Arbeiter hat irgendwas von einem Signal erzählt. Halt die Ohren offen, dann findest du deine Maschine. Und die Augen auch. Die Sirens und Ecliptics da draußen machen keine Gefangenen. Oh, und Leichenbergung ist nicht im Preis inbegriffen. Nur damit du es weißt. Grüß Ahab, Kaisa von uns. Gut, dass aus diesen alten Macs noch etwas vom Wert entsteht. Guck mal, es wäre eine super Grundlage dafür, Macs zu benutzen. Also im Spiel, also warum. Achso, wurden ja verboten im Universum. Kampfmax und Xenomorph. Dämliche Menschen. Tja, der sollte wahrscheinlich hier Schrott rumschleppen, haben sich aber dann gedacht, das fällt schon keinem Spieler auf, dass wir vergessen haben, Animationen reinzumachen. Der hat die Stimme von einem Charakter aus Deponia. Und dein Scan zeigt... eine Sirene. Du bist der Mann! Danke, Desperate Life, für dein Tier 1-Sub. Oh nein, ich habe eine Platzwunde. Ja, versuch's nur.
Ach so. Da ist halt noch Schrott drin. Eisiger Sirene. Blutig, wie sie ist. Dafür trainiere ich! Du bist... Wow, ihr seid ein bisschen viele gerade. Ja, doof gelaufen, du kannst mich nicht hier hin. Tja, und er macht das, was alle Bethesda-Gegner machen, er rennt einfach weg. Mein Gott! Die letzte HP-Bar. Wieder weg.
Da geht mir das Vieh auf die Eier. So wird sie übrigens, Proof wird ja voll überpowered sein. Wobei, das ist ja eine Nebenmission. Was ist denn los? Wo bist du überhaupt? Ach, du bist in der Säure drin und kommst da nicht mehr raus. Ja, da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Wohl übrigens bis Level 100. Oh, du hast geschafft, aus deinem Tümpel rauszukommen. Hab gehört, dass es kein Level Cap gibt. Und jetzt? Fehler. Biologische Verunreinigung erkannt. Willst du das denn wirklich mitnehmen? Ganz sicher? Zwei, drei, vier, fünf. Genau wie an meinem Koffer. Passwort benötigt. War Wip, Gragnap, Wip, Nini, Bong. Als Prinz Valium gestorben ist nach seiner Regentschaft, die sehr langatmig war, wurde er in diesen Roboter transferiert. Nun, das hat schon bessere Tage gesehen. Ach, mein dritter Auge wird jetzt nach Energiezelle suchen. Also muss ich die Wracks jetzt durchsuchen. Gute Nacht, Jabo, schlaf gut. Oder er zeigt mir schon an, zu welchem Mech ich gehen muss jetzt. Was möchtest du denn jetzt von mir? Ach, der will... Ja, man könnte davon ausgehen, ne, dass man eine suchen muss, aber in Wahrheit sollen wir zurückgehen und den Schrottbesitzer fragen, ob der eine hat.
Ja, den Schrottplatzbesitzer. Darf's was sein? Mir wurde gesagt, du hast vielleicht eine Mikrozelle. Ah, das war es also. Deine Maschine hatte keinen Saft mehr. Thermoparasiten, oder? Diese kleinen blinden Passagiere sind einfach überall. Würden sogar eine Stiftlampe aussaugen, wenn man sie ließe. Aber eine Mikrozelle? Das ist Militärtechnik. Ich glaube, wir haben eine, aber die würde einiges kosten. Das kann ich dir sagen. Du könntest vermutlich eine mit unserem Fabrikationssystem hier zusammenschustern. Aber nur mit hochwertigen Bauplänen. Ja, kann ich alles nicht. Ich würde mich auf einen Preisschock vorbereiten. Alles legal, ehrlich. Zwölftausend, bitte was? Wucher. Aber das Zusammenzimmern hat ja auch nicht funktioniert, weil ich da einfach nicht genug, wahrscheinlich genug Skills habe. Kosmetikum Polymer. Vielleicht gucke ich mal, ob der sowas anbietet. Brauchst du Material? Ich hätte das hier. Leider nicht. Der Anführer der Sirenen. Komm schon! Wenn ich es mit meinen eigenen Augen sehe, ist es schwer zu glauben. Meine Güte. Also, zeig was! Hast du den anderen getötet oder läuft er noch hier rum? Man weiß nie, was man auf Schrottplätzen findet. Wundbrand wahrscheinlich. Schiffe investiert und dann zerfallen sie so schnell. Hm.
weil sie es nur komplett durchgescannt haben. Mission, wovon redest du da? Waffenentschärfung. Hohes Risiko. Treten Sie bitte zur Seite. Dein Zustand dürfte nicht zulassen, dass du deine Mission erfüllst. Du sollst mit mir kommen. Mein Schaden liegt im akzeptablen Bereich. Mein Zustand reicht völlig aus. Aber frühere Entschärfungsversuche waren leider nicht erfolgreich. Mit zusätzlicher Unterstützung sollte ich meine Mission schneller erfüllen können. Erbitte diesen Ort zu verlassen. Erzähl mir erstmal von dieser Mission. Meine Mission ist die Entschärfung von Einheit XW-99, Kennung Siren, Niras letzte Xenowaffe. 99 hat sich als viel fähigerer Gegner als die anderen erwiesen. Helfen Sie mir, sie zu entschärfen. Wir entschärfen eine Xenomaffe. Ich soll dir also wobei helfen, irgendeinen Alien zu töten? Korrekt. Einheit 99 ist eine Siren. Eine tödliche Lebensform, die auf Nira im Koloniekrieg eingesetzt wurde. Eine lebende Kampfmaschine. Die Tötung dieser Lebensformen ist die Standardmethode zur Entschärfung von Xenowaffen. Warum habe ich das Gefühl, dass meine Waffen dafür nicht ausreichend sind? Töten ist die Standardmethode. Es gibt also auch andere Entschärfungsmethoden außer dem Töten. Technisch gesehen ja. Allen Xenowaffen können mithilfe eines Steuerinterfaces Befehle erteilt werden. Einheit 99 könnte überwältigt und ihr Interface gelöscht werden. So könnte Einheit 99 nie wieder als Waffe eingesetzt werden. Das wäre prinzipiell ausreichend für die Parameter meiner Mission. Meiner Einschätzung nach wäre es für Nira besser, wenn die Einheit 99 beseitigt würde. Na gut, ich komme mit, aber ich will das Ding nicht töten, wenn es sich vermeiden lässt. Ich schlage vor, Sie überdenken Ihre Haltung später noch einmal. Gehen wir. Folge Kaiser zum Einsatzort. Boah, deine Energiezelle ist zu stark. Ich hätte keine Duracell nehmen sollen. Büp, büp, büp. Kostenloses Product Placement. Achtung, mögliche Gefahr im Gebiet. Ich habe ja das meiste schon getötet hier. Man sollte lieber nicht so lange da.
Nimm mal die doppelläufige Schrotflinte. Weil... ist einfach so. Es fehlt... Nein! Was will ich sagen, Gehirner? Boot hoch! Weil ich so viel Munition noch für die habe. Meine andere Schrotflinte habe ich nur 56 Schuss für. Die sind tick stärker. Wie ging die Redewendung über des einen Müll? Da ist so viel Müll, dass ich mich nicht recht daran erinnern kann. Ich erkenne Einheit 99. Aber es gibt eine Komplikation. Einheit 99 ist auf der anderen Seite des Bergkamms. Aber sie scheint von feindlichen Kräften kontrolliert zu werden. Den Sensoren zufolge. Ekliptik. Ein Söldnerunternehmen wie Ekliptik würde Einheit 99 nur als Waffe einsetzen. Einheit 99 muss deshalb sofort entschärft werden. Das übliche Vorgehen wäre ein gnadenloser Frontalangriff auf ihren Außenposten. Stimmen Sie zu? Das erhöht das Gesamtrisiko. Aber wenn du es für nötig hältst, helfe ich dir. Eliminierung ist die vernünftigere Vorgehensweise. Aber meinen Scans zufolge ist ihr Gedanke durchaus umsetzbar. Ekliptik scheint Einheit 99 bereits überwältigt zu haben. Könnte sie aber jederzeit freilassen, wenn sie die Ekliptik-Truppen ausschalten. Oder es schaffen, unentdeckt die Fesseln von Einheit 99 zu verriegeln. Könnte ich eindringen und das Steuerinterface der Kreatur deaktivieren. Ein solches Vorgehen würde ein nicht geringes Maß an List und Täuschung erfordern. Beides liegt nicht in meiner Macht. Sie müssten es allein tun. Ja, ich bin es gewohnt, mir allein zu machen. Mein Gott, Entschuldigung. Es wird nicht besser heute. Na gut. Ich werde auf Ihre Rückkehr warten. Da ist ein Schalldämpfer drauf. Ach, die krieg ich niemals heimlich getötet. Kann jemand bestätigen, dass Starfield nach holprigen Anfang besser wird? Also... der Anfang ist nicht holprig, er ist halt einfach ein bisschen dröge. Freigelassen. Bricht es zu Ende! Das war's! Aber sorry, ich hatte gar keine Chance, den zu erledigen. Also dafür sind meine Waffen zu schwach, um die hier stealth-mäßig auszuschalten. Killt sie! Schwerer Beschuss!
Oh Mann. Jetzt bringen wir es zu Ende. Ich muss echt erstmal ein bisschen leveln, bevor ich hier die Story-Mission weitermache. Also Story-Mission ist das Falsche. Ist ja keine Story-Mission, ist ja eine Nebenstory. Einheit, schieß mich tot, ist jetzt da hinter dem, hinter der Wand und wartet da. Es hat doch einfach Angst. Wieder. Ah! Hoch mit dir. Großfeldjagd bestätigt. Meine Augen! Oh nein. Doch nicht. Mein Arm! Ja, versuch's nur! Nee. Lass uns abhauen. Das macht keinen Sinn hier. Falls du da vorne irgendwo stirbst, dann ist das halt so. Ich weiß, du willst mir eigentlich helfen, aber es ist keine Hilfe, dass du jetzt zum Feind rennst.
Verwaltungsprotokolle aktiv. Jetzt habe ich gleich irgendwie fast 1000 Schuss verballert. Unsere Arbeit hier ist beendet. Was ist das nun für eine Mission, die mein Fachwissen erfordert? Wir haben einen Teil des Xenowaffenteams wieder vereint, aber wir kämpfen gegen Aliens. Nicht mit ihnen. Wir haben schon genug Zeit vergeudet. Hadrian Zanon und ich brauchen deine Hilfe, um eine mögliche Welle von Xenomorph-Angriffen zu verhindern. Eine Plage? Terrormorph-Angriffe? Terrormorph. Das ist unruhigend. Sie haben beim First von Schrotter nicht angedockt. Ich komme dorthin. Geil. Naja, ist vielleicht besser so, dass du dahin läufst. Auf einen anderen Planeten, ohne ein Raumschiff. Moment mal, das ist noch ein... ein Fragezeichen. Jetzt habe ich wenigstens alle Bereiche des Müllplatz einmal gesehen. So, reisen wir back zum Schiff. Sinkt die Überredungskunst, wenn man Zwiebeln isst? Ohne Scheiß, das ist eine richtig gute Frage. Nein. Weil du kannst ja einen Helm aufziehen. Deine Aufmerksamkeit. So, bringen wir ihn noch zurück, weil ich hoffe, dass wir in dem Fall nicht angegriffen werden und dann müssen wir uns mit was anderem beschäftigen. Ich bin ein armer Level 16er. Ich kann diese Gegner nicht töten. Wir spielen auf schwer und da sind die Feinde einfach Schwämme, wenn du nicht die richtige Waffen hast. Das kann ich nicht glauben. Dr. Walker. Du bist in besserer Verfassung, als ich erwartet habe, Kaiser. Es sollte nicht lange dauern, bis du wieder voll einsatzfähig bist. Das ist schön zu hören. Man sagte mir, es gibt bereits eine neue Bedrohung. Ich würde gerne mehr erfahren. Percival wird dir alles erzählen. Außerdem wirst du für den Anlass schick gemacht. Anlass? Wohin geht es? Londinion. Londinion. Doktor, ich werde zusätzliche Waffen benötigen. Das ist der Plan. Komm mit. Captain? Stirnraketenwerfer. Zeit dir zu erklären, was wir uns ausgedacht haben. Das Problem, mit dem wir es zu tun haben, ist also gewaltig. Terrormorphs können überall sein. Wir können sie nicht selbst finden und eliminieren. Danke, Zittert, aber für ein Prime-Sub. Aber was, wenn wir jemand anderen Dankeschön. Die Arbeit machen lassen? Komm,
Ich erkläre dir, was genau wir vorhaben. Okay, ich folge dir und ich rede noch mit dir. Weißt du noch, wie wir über die Terrormorph-Fresser gesprochen haben, bevor du nach Nira gegangen bist? Die Azeles? Klar. Nein, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Das ist nämlich das Ding, was die Terrormorphs frisst und die hat gar nicht erwähnt, wie die heißen. Dann nimm das als Nein. Doch, die gibt es. Anscheinend waren die Azeles Bluthunde für Terrormorphs. Aber als den UC während des Koloniekriegs die synthetischen Lebensmittel ausgingen, sollten die Azeles die Lücken füllen. Wir dachten, sie wären ausgerottet worden. In den Daten fand das Forschungsteam aber den Standort ein paar überlebender Exemplare. Wie du siehst, wir schlagen vor, sie zurückzuholen. Wir würden Azeles züchten, sie auf menschlichen Welten einführen und der Natur ihren Lauf lassen. Mit einer Methode, die im Lauf der Jahrtausende bereits perfektioniert wurde. Wir könnten ihre Fortpflanzung beschleunigen. Mit, nun ja, mit den Technologien, durch die auch ich entstanden bin. Wir glauben sogar, dass wir mit Zeit und Recherchen die Jagdfähigkeiten der Azeles nutzen könnten, um endlich herauszufinden, wie die Terrormorphs sich übertragen. Herausfinden, wie die Menschheit sie verbreitet hat und das Problem endgültig lösen. Total super. Das ist einfach natürliche Feinde aussetzen. Also obwohl natürlich, die kommen von einem anderen Planeten und so und wir, also alle Einmischungen des Menschen ins Ökosystem haben ja schon immer so gut funktioniert. Wir setzen Aliens für unsere Zwecke ein. Das klingt stark nach Xenokriegsführungseinheit. Das ist durchaus korrekt. Nur würden wir diesmal Menschenleben beschützen, statt sie zu beenden. Aber es gibt noch einen Weg, die Terrormorphs von unseren Welten zu entfernen. Er ist schneller, vielleicht effizienter, aber riskanter. Eine Mikrobe. Wir könnten sie als Aerosol freisetzen und sich ausbreiten und alles mit Terrormorph-DNA auslöschen lassen. Nicht nur Morphs, sondern vermutlich auch deren Übertragungsmethode. Es würde dauern, das zu entwickeln, zu testen und umzusetzen, aber in puncto Effizienz käme keine Methode auch nur annähernd heran. Nicht mal die Azeles. Percival versichert mir, dass sie minimal sind. Er kann Schutzmechanismen gegen Mutationen in den Genen einbringen, damit sie sich an die Aufgabe halten, Terrormorphs zu beseitigen. Aber die mikroskopische Welt verhält sich gern auf unvorhersehbare Weise. Zu sagen, es gäbe kein Risiko, wäre also eine Lüge. Ja, aber was sollen denn die großen Viecher fressen, wenn die Terrormorphs dann alle gefressen wurden? Das ist noch nicht hundertprozentig raus. Aber es klingt, als würde die Vanguard tatsächlich einen großen Teil davon übernehmen. Aber es ist sinnlos, sich mit solchen Details zu beschäftigen, bevor wir beschlossen haben, welchen Weg wir einschlagen wollen. Es sind hübsche Kreaturen. Fast schon schlangenartig. Ich fand eigentlich immer, dass sie eher vogelartig aussehen. Aber sie sind deutlich niedlicher als Terrormorphs. Aber beide Optionen erfordern ein langfristiges Engagement. Jahrelange Arbeit. Allein die Pläne in Gang zu bringen, dauert schon seine Zeit. Und alle Varianten erfordern sehr spezielles Material, damit sie überhaupt funktionieren. Terrormorph-Zelllinien können wir schnell und konstant züchten. Azeles-Genproben können wir nutzen, um die Blutlinien neu aufzubauen. Oder die Jagdfähigkeit der Mikrobe zu verbessern. Sowas liegt nicht einfach in jedem Labor herum. Aber wir denken, dass wir was entdeckt haben. Einen Ort in der bekannten Galaxie, an dem wir die benötigten Materialien finden sollten. Alle Wege führen nach Londinion. Der Planet, der von Terrormorphs überrannt ist, ist das nicht Selbstmord? Es ist gefährlich, ja. Aber Kaisa, Percival und ich wurden dafür ausgebildet. Und du bist auch nicht unerfahren.
Und ganz sicher will ich nicht, dass die UC uns einen übereifrigen Grünschnabel aufhalsen, der uns und die Mission in Gefahr bringt. Captain, wir sind alle jetzt deinetwegen hier. Ich bin sicher, dass du uns helfen kannst, die Sache durchzuziehen. Bist du dabei? Gab es da überhaupt eine Azeles-Population? Während des Koloniekriegs war dort die Zentralstelle für die Verarbeitung von Azeles. Aber, und jetzt kommt's, die Terromorph-Daten deuten an, dass die Azeles dort zuerst gefunden wurden. Der Planet Toliman II war ihre Heimatwelt. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass ihre Beute, die Terromorphs, von derselben Welt stammt. Was auch erklären würde, warum niemand den Planeten je als Heimatwelt der Terromorphs verdächtigt hat. Die Azeles waren zu effektiv darin, sie zu vernichten. Das erklärt auch, warum der Ausbruch dort so katastrophal war, nachdem die Azeles fort waren. Londinion könnte der Ursprung der Terromorph-Saga sein. Und der Schlüssel zu ihrem Ende. Ja, natürlich. Es ist viel verlangt. Tu, was du tun musst. Wir gehen nirgendwo ohne dich hin. Was gibt es? Gut, weil es steht zwar kein Level dran an den Missionen, das ist übrigens auch irgendwie ein bisschen fies von Bethesda. Kein Level und auch nicht, wo sie sind. Doch, wo sie sind, ist doch meistens... Achso, auf welchem Planeten du dann hin müsstest. Aber das machst du ja, wenn du die markierst. Wir könnten die Mission von der Vanguard machen. Sag einfach Bescheid. UC Vigilance. Level 100. Du wirst bereits erwartet. Dockingschleuse 1 ist bereit. Die Vengans ja eigentlich Piloten sind, aber die erste Mission eigentlich gar nichts mit Piloten. Präzise angedockt. So muss das sein. Zu tun hatte, obwohl doch, du bist halt irgendwo hingeflogen. Aber das hatte nichts mit Weltraumschlacht zu tun oder sonst irgendwas in die Richtung. Guten Tag, Captain. Willkommen an Bord der UC Vigilance. Vigilance? Noch irgendwelche Fragen, bevor ich dich zum Commander bringe? Ich bin im offiziellen Vanguard-Auftrag hier, also spreche ich lieber mit dem Commander. Alles klar. Hier entlang, bitte. Du bist also der Vanguard, der den Terromorph auf Tau Ceti ausgeschaltet hat? Du kannst den Simulator Level 6 wahrscheinlich nicht schaffen, weil oben reden alle davon. Du dafür gewisse Fähigkeiten brauchst. Das muss ein Wahnsinn sein. Die Kante ist auf Ebene 2. Fast schade, dass ich nicht dabei war. Sowas erleben wir auf der Vigilance normalerweise nicht. Klar. Aber wir haben auch unsere Momente. Okay, Vanguard. Fahr mit dem Lift hoch zu Ops. Commander Ikande müsste schon. Du kannst später noch in die Simulation reingehen. Tu, was Commander Ikande sagt, dann kommst du bald. Hallo. Da ist meine Brücke. Okay. Hallo? Ja, was? Hey. Hallo? Verzeihung. Ja, was denn jetzt? Warum sagt das Spiel mir denn jetzt, dass ich zurückgehen soll? Können wir bitte bei der Sache bleiben? Ah, mit dir soll ich da reden. Bist du ja. Commander Kipwe Ikande, US Sysdev. Schön, dich an Bord zu haben.
Ich dachte schon, du bereust es, dass du Commander Tualas Angebot angenommen hast. Ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Na komm, was gibst du als Antwort? Ich verstehe immer noch nicht genau, warum ich eigentlich hier bin. Ich weiß. Ich war bewusst etwas vage, als ich dem Mast sagte, was ich brauche. Aber keine Sorge, ich werde deine Fragen mit der Zeit alle beantworten. Okay, nachdem du jetzt Teil des Teams bist, zeige ich dir dein neues Zuhause. Das ist das Operationszentrum der UC Vigilance. Das Schiff ist das Nervenzentrum des SysDev für die Zerstörung der Crimson Fleet. Wir brauchen also nur ein einziges Schiff, um eine ganze Flotte auszulöschen. Und genau deswegen gehen wir etwas unauffälliger vor. Wir brauchen Augen und Ohren in der Crimson Fleet. Jemanden, der uns mit Informationen versorgt und ihre Schwachstellen identifiziert. Der Haken ist, du kannst nicht einfach bei ihnen anklopfen und dir ein Bewerbungsformular geben lassen. Um reinzukommen, braucht es Raffinesse. Bring mich in ein Zimmer mit ihnen und überrede ich sie zu allem. Gut. Ich habe genau den richtigen Startpunkt für dich. Unsere Aufklärung hat einen möglichen Weg in die Crimson Fleet gefunden. Durch Saoirse Bowden, eine ihrer Kontaktpersonen. Die arbeitet für die Handelsaufsicht in Cydonia. Wir haben einen Container Aurora auf dein Schiff geladen, um ihre Aufmerksamkeit zu wecken. Das riecht ein Drogenfahnder wahrscheinlich aus einem Sektor Entfernung. Ganz genau. Du musst also überzeugend auftreten. Sobald du dich in die Crimson Fleet geblufft hast, beginnen wir damit, Beweise zu sammeln. Da kommt meine rechte Hand Lieutenant Jillian Toft ins Spiel. Sie erklärt dir alles, was du wissen musst. Wenn das euer bester Plan ist, haben wir ein Problem. Tja, du musst es wohl einfach riskieren. Und ich erwarte, dass du meine Befehle exakt befolgst. Exakt, verstanden? Denk daran, die ganze Operation hängt davon ab, dass du es schaffst, die Crimson Fleet zu infiltrieren und uns genügend Beweise zu liefern. Ich mache das nur wegen Geld. Mir egal. Hauptsache, du machst es. Pass auf. Bevor du anfängst, muss eines absolut klar sein. Als Undercover-Agent der UC SysDev musst du dich an unseren Verhaltens- und Ethikkodex halten. Wenn du zu weit vom Weg abkommst, ist die Chance hoch, dass du außer Kontrolle gerätst. Erklär die mal. Kurz gesagt, du darfst nicht immer überall sofort losballern. Denk nach, bevor du handelst. Überleg, was du tust. Und drück nur ab, wenn es unbedingt nötig ist. Dein primäres Ziel ist letztlich, die Crimson Fleet auszuschalten. Das ist Sinn und Zweck der ganzen Sache. Das wollte ich hören. Aber jetzt wird es Zeit, dich an Lieutenant Toff zu übergeben. Sie erklärt dir, wie die Beweisbeschaffung während der Operation ablaufen soll. Also los mit dir und viel Glück. Das ist leicht. Gar nicht. Wir überwachen deine Aktivitäten von der Vigilance aus und versuchen, in deiner Nähe zu bleiben. Wenn du das Gefühl hast, dass du genügend Beweise gesammelt und deinen Auftrag erfüllt hast, kommst du zum Debriefing her. Davon ab bist du komplett auf dich gestellt. Alles andere wäre ja auch viel zu kompliziert. Was passiert, wenn ich verhaftet werde, während ich undercover bin? Zu deiner eigenen Sicherheit weiß außer mir und der Crew der Vigilance niemand, dass du für die United Colonies arbeitest. Im Grunde gilt, wenn du im Gefängnis landest, sind die Strafen deine Sache. Also so wie bisher. Weitermachen. Ja? Oh. Okay. Moment, falsche Mission. Oder? Richtig, wir sind eigentlich in der Mission. Junge. Hallo? Howdy.
Ich kann irgendwie nicht zwischen den Missionen gerade wechseln, weil ich zu doof bin oder weil irgendwas nicht funktioniert. Mit dir muss ich bestimmt reden. Du siehst wichtig aus. Okay, wir haben nicht viel Zeit, also hör gut zu. Während du undercover arbeitest, musst du so viele Beweise wie nur möglich sammeln. Wenn du irgendwelche Unterlagen findest, die verdächtig oder belastend wirken, bringst du sie mir. Verstanden? Im Grunde wollt ihr also, dass ich Diebe bestehle. Leg's dir zurecht, wie du willst, aber diese Beweise sind entscheidend für den Erfolg von Commander Ikandes Operation. Ich will Datenslates, Computer-Downloads, handschriftliche Notizen. Scheiße, ich nehme alles, solange wir die Schweine damit drankriegen. Wenn es belastende Daten gibt, finde ich sie. Das hoffe ich für das Wohl der besiedelten Systeme. Das kleine Scharmützel, das du auf Vectera mit ihnen hattest, war nichts. Diese Piraten hinterlassen eine Schneise aus Tod und Zerstörung. Wenn du gesehen hättest, was ich gesehen habe, würdest du mich verstehen. Es geht nicht um Heldentum, ich bin nur hier, weil es meine Pflicht als Mitglied der Vanguard ist. Ja, natürlich. Und dein Einsatz wird in deiner Akte festgehalten. Dafür sorge ich persönlich. Apropos, da fällt mir ein, dass du noch etwas wissen solltest. Commander Ikande hat eine Auszahlung von Credits für jedes Beweisstück genehmigt, das du uns bringst. Als Aufwandsentschädigung. Credits, jetzt sprichst du meine Sprache. Es war Commander Ikandes Idee. Er hat befürchtet, dass es dir vielleicht nicht reicht, einfach das Richtige zu tun. Also gut, wir haben einen Container Aurora in deinen Frachtraum geladen und wir geben dir eine kleine Probe, damit du die Ware anpreisen kannst. Dein Schiff hat die Startfreigabe erhalten. Flieg nach Cydonia und nimm Kontakt auf mit Sasha Bowden. Mit etwas Glück schickt sie dich zur Crimson Fleet. Das war alles. Keine Sorge, der Container wurde bei der UC Security registriert. Es dürfte also keine Probleme. Ach, dann geht's, wir natürlich ja. Oh. Okay, ich hätte nur da drüber klicken müssen. Finden, dass du ihn an jemanden außerhalb dieser speziellen Operation... Nun ja, ich... Alles gut, ich soll die Drogen also so weit in Umlauf bringen wie möglich. Ja? Hallo. Bing, bing, bing. Achso, das ist auch Dockingschleuse. Wobei die Dockingschleusen nicht zum Schiff passen. Was denn? In der Grundausbildung hatte ich die meisten Fleet Kills. Ihr habt auch viele Zellen. Schön hier, ihr könnt nicht lange aushalten. Mit deinem Vertrauen verdienen. Vielleicht. Aber so weit ist es noch nicht. Und im Moment glaube ich kaum, dass es jemals dazu kommen wird. Aber laut Commander Ikande gehörst du zur SysDev. Und damit zu uns. Vorerst. Bist du Pilot? Gut geraten. Du scheinst ja ein hervorragendes Auge für das Offensichtliche zu haben. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin aber nicht einfach nur irgendein Pilot, was meine Abschussquote beweist.
frech. Das gefällt mir. Für ein weiteres Alpha-Tier ist in unserer Truppe immer Platz. Pass einfach auf welcher Seite du stehst. Bis dann. Alles noch da zu sein. Ja? Ja, sieht ein bisschen aus, als wenn ich Menschenhändler wäre. Machen wir es wieder hier rüber. Kurs festlegen. Cydonia. Das Waffendesign finde ich extrem gelungen. Ja, das Schiffsdesign auch. Viele unterschiedliche Designarten sind hier sehr gut umgesetzt. Ah, Cydonia. Die UC leben in der Vergangenheit. Sonst hätten sie das Sol-System längst aufgegeben. Und jetzt nutzen wir das Gesamte und machen einen Full-Conversion für einen The Expanse-Spiel. Mod-Team-Zusammenstellung ab heute. Produktionszeit 8 Jahre. Sei bei den Minen vorsichtig. Aktive Schächte betrittst du auf eigene Gefahr. Fire up the Broken Spear. Bleib schön brav und wir sehen uns. Glaubst du, es gibt Menschen, die gerne hier leben? Ich denke nicht. Willkommen. Lass dir Zeit. Und wenn du Hilfe... Cool. Das machen wir hier. Jetzt bloß nicht die Drogen verkaufen. Die Grafik ist am Anfang ein bisschen trist, man gewöhnt sich dran. So, bitte nochmal rüberwechseln in Kaufen, Hilfeartikel. Okay, er bietet keine Medpacks an. Wir sehen uns. Wenn du was kaufen oder verkaufen willst, red mit Octai. Ich bin beschäftigt.
Ich will zwar was verkaufen, aber eigentlich suche ich nach dir. Wäre nicht das erste Mal, dass ich das höre. Ach, guck mich nicht so an. Ich mach doch nur Spaß. Was hast du für mich? Ja, eine kleine Probe. Aurora, ja? Cool. Aber ein bisschen zu heiß. Was hast du sonst noch? Wenn die Handelsaufsicht kein Interesse hat, will das was heißen. Die Leute, die mir gesagt haben, dass du die Beste bislang, wohl falsch. Nein, sie haben recht. Aber sie haben dir nicht gesagt, dass mein Selbsterhaltungstrieb extrem ausgeprägt ist. Wenn du natürlich einen Finderlohn anbietest, dann könnte ich, naja, die Regeln etwas beugen. Würde ich einfach dein Gehirn wegpusten und jemand anderen frage? Nur zu, wenn du mich erschießt, hetzt dir die Handelsaufsicht Kopfgeldjäger auf den Andrea Hals, hat das bevor gefallen. Du wieder beim Raumhafen bist. Aber die hast du ach, auch Menschen. Schätzchen, ich hab schon alles gehört. Drohungen jucken mich nicht. Also rück den Finderlohn raus oder versuch deine Ware allein zu verkaufen. Weißt du was? Echt komisch. Plötzlich fällt mir doch jemand ein, der das Zeug vielleicht für dich los wird. Verlang die zusätzlichen Credits nächstes Mal einfach im Voraus. Diese Spielchen nerven. Ein Kumpel von mir mischt bei der Crimson Fleet. Adler Kemp heißt er. Wenn er nicht schon bewusstlos ist, killt er gerade im Broken Spear den Rest seiner Gehirnzellen. Ach und, war schön, mit dir Geschäfte zu machen. Was gibt es? Leben, wo man arbeitet. Sind Sie es leid, jeden Tag auf fernen Themen und Sedonia zu pendeln? In den Luftkondominium. Ich wünsche dir eine gute Nacht, Sephiro. Es kann sein, dass ich morgen nur früh streame, weil ich morgen verabredet bin, abends. Also ist der Plan. So, den und den. Was in Deutsch? Es kann sein, dass ich nur morgen früh streame, weil ich später verabredet bin. Hört sich so doch schon besser an. Machen wir es so. Ja, wie kannst du es nur wagen? Real life. Ich weiß es einfach nicht. Danke fürs Folgen, Ninja. Ah, Computer Buchhaltung. Da habe ich auch irgendwie was anderes erwartet. Eigentlich gedacht, ich würde hier Sachen finden, um auch die zu erledigen. Aber sind ja nur ganz normale Sachen zum Stehlen.
Moment, ich hatte doch gerade einen. Ah, die beiden waren's. Also hast du dies oder hast du das? Keine Ahnung. Ich spiele einfach. Ohne irgendwelche Tuts oder mich von anderen Videos spoilern zu lassen. Für einen Tag. Hm? Darf ich hier sein? Im Grunde kontrollieren die Miner die unteren Ebenen hier. Also beim Mars ist eine Schiffswerft im Orbit. Dann ist im Wolf-System gibt es auch eine Schiffswerft im Orbit, es gibt mehrere Schiffswerften. Man schlägt sich so durch. Du kennst das. Wenn du nicht hier bist, um mir noch einen Drink zu servieren, kannst du wieder abhauen. So, ich wurde geschickt, um dir Drogen zu verkaufen. Hey, sag's doch noch ein bisschen lauter. Ich glaube, es hat dich noch nicht jede UC-Wache in Cydonia gehört. Kann sie auch ins Gesicht pusten. Okay. Okay. Ja. Ich glaube, da können wir dir helfen. Wenn du eine ganze Ladung davon loswerden willst, muss das schnell gehen. Aber erst musst du was für uns machen. Wer ist wir und uns? Ich dachte, ich mache mit dir Geschäfte. Du bist echt richtig clever, oder? Sagen wir einfach, ich habe gewisse einflussreiche Bekanntschaften. Kurz gesagt, wenn du das Aurora verticken willst, bin ich dein Mann. Direkt zum Geschäft. Kein Smalltalk. Dann helfe ich dir halt. Gefällt mir. Und jetzt Lauscherchen auf. Ich sag's nur einmal. Du musst dich um einen Miner kümmern, der zu viele Schulden hat. Er hat wahrscheinlich alles versoffen. Kann ich ihm nicht verübeln. Aber ich will das Geld zurück. Wow, wow, wow. Mach mal halblang. Niemand hat was von Umlegen gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich mein Geld will. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Er heißt Carl Fielding. Wahrscheinlich stolpert er irgendwo durch die Minerquartiere von Deimos. Keine Angst, er ist leicht zu finden. Halt einfach Ausschau nach dem erbärmlichsten Typen weit und breit. Toll. Bei so einem Müll die Schulden eintreiben. Ich könnte diese Menschen nie zurücklassen. Wiedersehen. Wieder so ein langer. Immerhin habe ich noch mehr als genug Arbeit, bevor ich nach Hause kam. Es muss nicht jeder mit seinen Problemen zu mir kommen. Ich bin kein Psycher. Jede Menge. Aber wenn ich die jedem neuen Gast sofort auf die Nase binde, erzählt mir nie wieder irgend. Ich bin diskret. Nur deswegen kann ich den Job seit 5. Wir wissen es. Du hast es nicht gerade sehr gut versteckt. Komm schon, ich werde nicht ausplaudern. Ja, stimmt, weil ich dir nämlich einen Scheiß erzähle. Es ist hart. Also, schütt dir dein Bier in den Mund und kümmere dich um deinen eigenen Scheiß, weil ich nämlich keine Lust auf so einen Schwachsinn habe. Wiedersehen. Toll. Klingt super. Da bin ich sofort dabei. Hallo. Leistest du mir Gesellschaft? Du siehst aus, als hättest du eine interessante... Dann ein andermal. Ja, ich will gerade keine Leute rekrutieren. Zum Glück muss ich nicht auf einem toten Felsen irgendwo im Nirgendwo. In den Tiefminen. Man kann in den Minen hier auf dem Mars richtig gutes Geld verdienen. Schön, dich wiederzusehen. Meinst du, in deiner Crew gibt es noch Platz für mich?
bestimmt irgendeine Taste, da ich den nur mit den Händen verprügel. Aber ich kann ihn bestimmt überreden einfach. Meine Überredensfähigkeiten sind ja ziemlich gut. Kann mich nicht beklagen. Alles ist so perfekt. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen. Unglaublich, dass die Leute früher dachten, der Berg hier in der Nähe wäre ein Gesicht auf der Mars-Oberfläche. Das ist keine gute Idee für unsere Freundschaft. Wir gehen uns doch nur wieder an die Gurgel, weil wir über spirituelle Philosophie debattieren. Hier ist jeder willkommen. Wirklich. Hallo, Kind. Kann das Sanctum-Universum dich in irgendeiner Weise unterstützen? Sehr wohl. Bitte akzeptiere dieses Geschenk in Frieden und Wohlstand. Preiset den Herrn, denn er gibt den Bedürftigen. Kann ich sonst noch etwas tun? Preise in Horus. Vielleicht wärst du so nett zu bleiben und mehr über unseren heiligen Schöpfer zu hören. Es gibt viele Religionen im Universum. Weshalb sollte gerade deine die richtige sein? Da kommt der Glaube ins Spiel. Gott weist uns nur die richtige Richtung. Es liegt an uns, ihn zu akzeptieren und dem Weg zu ihm zu folgen. Menschen selbst leiten ihr Schicksal und ihre Prinzipien. Kein erdichteter mystischer Schöpfer. Ich bin zwar anderer Meinung, werde aber nicht versuchen, dich umzustimmen. Du darfst deine spirituelle Reise natürlich gern, wenn du dich aber einmal verirrst. Einen gesegneten Tag noch. Die Menschheit kann alles erreichen, wenn sie nur an die Wissenschaft glaubt und zusammen. Tarnlevel reduziert. Oh, hallo. Wie kann ich dir helfen? Ich mag Religion mit etwas mehr Religion. Ich bin hier, wenn du Rat brauchst. Hi, willkommen bei Janes, dem einzigen zu 100%. Entschuldige, wenn ich etwas abgelenkt wirke. Ich habe gerade ein kleines Problem. Aber sag bitte Bescheid, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Du machst dir gar keine Vorstellung. Ich weiß nur leider nicht, ob du mir... Ich habe lange gespart, um ein neues Schiff zu kaufen und einen Piloten anzuheuern. Er sollte Waren ausliefern und abholen, aber er ist verschwunden. Ich finde niemanden, der nach ihm suchen will. Wirklich? Ich bezahle dich so gut ich kann, wenn du Eric und mein Schiff zurückbringst. Es ist... Das letzte Signal kam aus der Nähe von... Jeder will was von mir. Was der arme Eric... Okay. Wir sehen uns. Verzeihung. Du siehst nicht aus, wenn ich von dir Geld bekomme. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich bin wegen den Credits hier, die du Adler Camp schuldest. Adler Camp? Wer zur Hölle ist das bitte? Da habe ich keine Zeit für Spielchen. Was für Spielchen? Du verwechselst mich ganz offensichtlich mit jemandem. Ich bin echt müde, okay? Hab den ganzen Tag in den Minen geschuftet. Ich will einfach nur nach Hause, mir den Staub abwaschen und relaxen. Nun, war nett, dich gekannt zu haben. Deine Beerdigung wird sicher toll. Hey, wow, ganz ruhig. Lass mich mal überlegen. Adler, hast du gesagt, oder? Ach so, warte. Du meinst den Adler. Ja, sorry, ich dachte, du redest von jemand anderem. Ich habe ihm gesagt, dass ich nächste Woche zahle, wenn der Beteiligungscheck von Deimos kommt. Ich bringe ihn ihm sogar persönlich, okay? Das reicht nicht. Was zur Hölle soll ich denn machen? Ich kann echt gerade keinen einzigen Credit abdrücken. Wo nix ist, kann man auch nix holen, okay?
Der Mann kennt wohl meinen eisernen Griff noch nicht. Was für Spielchen? Warum tust du mir das an? Ich hab das Geld nicht. Aber Nutri-Core braucht dein Geld. Ist das Risiko wirklich wert? Du kannst das Geld doch einfach wieder verdienen. Vergiss es. Ich schufte sowieso schon wie verrückt. Vielleicht finden wir noch eine Lösung. Erwartest du etwa, dass Arthur die Schulden vergisst? Komm schon, du hast doch sicher irgendwo einen Notgroschen versteckt. Naja, vielleicht kann ich ein paar von meinen Deimos-Aktien verscherbeln. Ach, ich habe eh gehört, dass sie abstürzen. Arthur, es tut mir leid, dass ich versucht habe, mich da rauszumogeln. Ich hatte keine Wahl. Hallo. Tja, ist aus. Sie gesagt, du könntest mir auch deine Aktien geben. Manchmal hätte ich gerne einen leichteren Job. Miep, miep. Mein Gott, die leben ja hier wirklich in vollem Luxus. Ich habe gerade keine. Hier hat seine eigene Zelle. Ohne eine richtige Wand. Cydonia ist schon. Sorry, ich habe nicht viel zu sagen. Cydonia ist schon. Eine hübsche Mining-Kolonie. Hm, es gibt alle möglichen Miner. Junge Howdy. Folgt eine öffentliche Durchsage für alle Bewohner und Besucher der Systeme. Ach, der Terramorph-Bedrohung. Da kümmern wir uns schon drum. Also, was kann ich für dich tun? Danke, M-Psychon, fürs Folgen. Layla faselt schon wieder was vom Herzen. Hast du was für mich? Klar, 3000 Credits. Wovon redest du? Ich kann mich nicht erinnern. Sieh mal einer an. Ich wusste, der Penner will mich noch nie von gehört. Macht er mir noch Probleme oder hat er es verstanden? Schön, schön. Du bist wohl ein richtiges Naturtalent, was das Schuldeneintreiben angeht. Gefällt mir. Weißt du, wenn dir sowas Spaß macht, habe ich noch mehr Arbeit für dich. Jede Menge. Glaubst du, du kommst mit meinen, Partnern klar? Ja, ich bin interessiert. Also bitte. Das klingt, als würdest du eine Immobilie suchen. Ich biete dir die Chance, richtig Geld zu verdienen. Also, kommst du damit klar oder nicht? Das höre ich gern. Dein Stil gefällt mir. Alles klar. Ich gebe Neva Mora Bescheid. Die ist die Nummer 2 nach dem großen Boss persönlich. Mach dich auf den Weg nach Europa, da findest du sie. Und hör dir an, was sie zu sagen hat. Ach ja, um die Aurora-Lieferung habe ich mich gekümmert. Ist viel Kohle. Gib nicht alles auf einmal aus. Wir haben unterschiedliche Definitionen von viel. Ich bin immer zufrieden. Ah! Du bist's. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Ich hab keine Ahnung, wer du bist. Warst du schon mal auf Aquila? Die Security-Uniform. Turm trifft König. So, das werden wir in der nächsten Folge auf YouTube machen. Im Stream machen wir es gleich noch, aber wir machen eine kurze Pinkelpause.